plötzlich sehr alt geworden, sah schrecklich aus, konnte kaum auf eigenen Beinen das Boot verlassen. Sie brachten ihn sofort zu einem Arzt. Nach den Röntgenaufnahmen sagte der: Seht her, euer Vater wurde so brutal geschlagen, dass er einen Schädelbruch erlitten hat. Das wird er nicht überleben. Überlebt haben auch hunderte andere jüdische Mitbürgerinnen nicht, die einst in dieser Gegend Wiens gewohnt hatten. Wo damals die Synagoge war, in der Rabbiner Schwarz, der Schwiegervater von Teddy Kollek, gewirkt hatte, herrscht heute gähnende Leere. Der Müllner-Tempel, wo Ari als Kind hinzugehen pflegte, wurde in der Pogromnacht 1938 vollständig zerstört. Gibt es jetzt, 75 Jahre danach, ein anderes Bewusstsein in Österreich? Lieber Ari, du giltst heute in Österreich und besonders im Filmwesen, kann sagen, als Ikone. Du bist der Präsident der Biennale, du bist ein führendes Mitglied im österreichischen Filmfond. Und alle schätzen dich und ehren dich. Ja, na gut, ich rede ja auch mit Leuten, die alle viel jünger sind als ich. Ja? Und ich habe nach gewissen Zeiten mit Leuten zu tun, die dann doch irgendwas loswerden wollen und sagen, naja, mein Großvater oder mein Vater. Und ich muss dir sagen, nachdem die Österreicher sich ihren Taten nie gestellt haben, sondern dieser Witz als erstes Opfer, ja, so ein Opfer, brauchst du nur die Wochenschau anzuschauen, wo das deutsche Militär an der Grenze steht und der österreichische Wachmann hebt den Schranken auf und freut sich wie ein Nackerter, dass die kommen. Ja, also es ist so ein Opfer, verstehst du? Ich habe es nie abgenommen. Shalom, Erev Tov, guten Abend. Ari Rath trägt erstaunlich wenig Bitterkeit in sich. Er freue sich über eine neue Offenheit in Österreich. Und deshalb lebt er mittlerweile, zumindest zeitweise, im Maimonides-Heim in Wien. Hingegen schmerzt es ihn, dass er sich in der gegenwärtigen israelischen Gesellschaft zunehmend weniger zu Hause fühlt. Aber er sieht auch Hoffnungsschimmer im Friedensprozess mit den Palästinensern, von denen viele seine Freunde sind. Es ist der Anfang eines wichtigen Prozesses, der in irgendwie eine positivere Richtung blickt, auch was hoffentlich bald aktive, richtige, konkrete Verhandlungen zwischen Israel und der PLO und den Palästinensern betrifft. Das hoffe ich, obwohl ich habe ein bisschen Zweifel. Zum Beispiel, was finde ich interessant in meiner Beziehung zu dir und in diese komplexe Situation, wo manchmal eine Freundschaft kann gegen dich oder für dich benutzt sein. Aber ich sage oft, und das zeigt sich durch unsere Freundschaft, was mir zu dir zwischen uns die Grenzen abbaut, dass mindestens du erkennst die palästinensische Problem, erkennst die Politik, die da passiert und erkennst die Ungerechtigkeit, es mit den Palästinensern passiert. Schon jahrelang. An schönen Tagen ist das einer der schönsten und wichtigsten Orte, die wir hier in Jerusalem haben. Und ich finde es auch sehr schön, dass sehr viele Palästinenser aus Ostjerusalem herkommen mit ihren Kindern und auch hier spielen. Da ich ein unermüdlicher Optimist bin, sehe ich auch auf diesem Ort ein bestimmtes Symbol einer möglichen, auch zukünftigen, schönen Zusammenleben. Der rastlose Netzwerker in Sachen Friede hat sich spät aber doch irgendwie mit Wien ausgesöhnt.
73 Jahre lang hatte er Österreich höchstens für kurze Zeit besucht. Wie sich die Kreise schließen. Im November 1938 hat mich die Stadt Wien vertrieben. Und im Februar 2011 hat mich das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien hat mir das Leben gerettet. Ich bin sehr froh, dass wir ein bisschen beitragen durften, dass wir das Unrecht, das geschehen ist, auch zum, natürlich konnten wir es nicht gut machen, aber zumindest einen Teilaspekt beitragen. Und ich freue mich auch sehr, dass du dich dann in der Folge entschlossen hast. Und ich glaube, das war ja auch einer der Mitgründe, dass du in Wien bleibst. Grüß Gott, ich möchte bitte etwas für das Grab meiner Mutter, die vor 84 Jahren gestorben ist. Kurz vor einem geplanten Familienfest war seine Mutter, die unter einer schweren Krankheit litt, plötzlich in den dritten Stock hinaufgelaufen. Ari war damals 4 Jahre alt. Sie stürzte sich aus einem Fenster in den Hof des Hauses in der Porzellangasse und war sofort tot. Ari Rath meint, der frühe Verlust der wichtigsten Person in seinem Leben habe ihn wesentlich geprägt. Man solle sich daran gewöhnen, sich nicht zu sehr zu binden, schon gar nicht an Frauen, die einem immer zu bald verlassen könnten. Selbst den Grabstein als Erinnerung an die Mutter haben ihm die Wirren der Zeit genommen. Das war ursprünglich ein grau-weißer, runder Marmorstein, Grabstein. Schräg abgeschnitten als Symbol eines zu früh abgeschnittenen Lebens. Dieser Grabstein ist bei den letzten Kämpfen im April 1945 in Wien von einer Kanonenschuss zerstört worden. Und für mich war der Begriff Mutter immer ein Grabstein. Was ihm von seiner Kindheit in Österreich geblieben ist? Wohl auch, dass er begriffen hat, welch ungeheure Freiheit darin liegt, entscheiden zu können, ob man bleibt oder geht. Du hast es, glaube ich, schon gefühlt, aber hast gekämpft und das ist das ganz Wesentliche. Wenn man sich in dieser Situation fallen lässt, Medikamente sind gut, Medizin ist gut, aber ganz wesentlich ist auch die Einstellung zur Krankheit und zum Leben. Und da hast du die besten Voraussetzungen. Wir sitzen hier beide nicht mehr die Jüngsten. Ja, du schon. Also seltsam fand ich dich nie. Du warst immer schon liebenswürdig, extrovertiert, freundlich. Als Kind spürt man Persönlichkeiten doch instinktiv. Und ich mochte dich sofort. Ich glaube, jeder muss dich mögen. Ich sehe auch wenige Leute wie du. Leider. Ich hoffe, dass solche Leute werden mehr. Der Bub aus Wien hat uns gezeigt, dass man selbst die düstersten Zeiten überstehen kann. Aber auch, dass Leben ein jederzeit gefährdetes Gut ist. Welche Gedanken gehen dir da durch den Kopf? Das Leben oft viel fantastischer ausfällt, als man sich vorgestellt hat.